Hey Freunde, hier ist der Frederik von Freehoots World und in diesem Video möchte ich euch sehr gerne mal so eine kleine Wasserstandsmeldung geben, was euch noch erwartet in zukünftigen Videos. Shit, ich habe gerade noch ganz viel im Kopf gehabt irgendwie. Das ist jetzt alles weg. Das ist wie weggeblasen. Ich wollte so viel sagen, aber ich fange einfach mal nach der Reihe an. Oder eben auch nicht nach der Reihe. Also, das Erste ist, in diesem Video möchte ich euch zeigen, was euch noch alles in nächster Zeit erwartet. Dann wollte ich in diesem Video mich erstmal bedanken für eure Unterstützung, eure Fragen, eure gesamten Aktivitäten rund um den Kanal. Das muss auch mal sein, über die ganzen Kommentare, Hinweise, weiß der Geier was. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Dann möchte ich euch um etwas Verständnis bitten, dass ich nicht alle Kommentare irgendwie zur gleichen Zeit beantworten kann oder dass es manchmal auch echt lange dauert. Das Problem ist ganz einfach. Ich habe ja damals, also damals heißt, keine Ahnung, vor einiger Zeit irgendwie so ein bisschen mein YouTube und mein privates Facebook so ein bisschen getrennt. Auch in der Victorinox-Gruppe bin ich jetzt unter meinem sogenannten YouTube-Namen Freehool und so weiter und so fort. Das habe ich damals gemacht, irgendwie um so ein bisschen Privatsphäre zu wahren, weil da irgendwie so ein paar Spinner unterwegs waren. Die Spinner sind jetzt mittlerweile weg, also ich bin echt zufrieden mit allen Kommentaren. Es gibt da ganz selten irgendwie was Saublödes, wo man echt denkt, boah, was ist mit euch denn los? Aber nee, also ich kann echt sagen, 99% ist super gut. Und auch wenn nicht, ich bin auch für Kritik offen. Ich meine irgendwie was ganz Dummes. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, keine Ahnung. Ah genau, hier mit Vampirzähne, das war zum Beispiel so eine Schote, das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, das sind so Kommentare, ich meine, klar, das Recht steht jedem zu, da irgendwie sein Kram abzulassen, um Gottes Willen, die Meinungen sind frei und verschieden, das ist alles wunderbar, aber damit kann man halt am wenigsten anfangen. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann damals so ein bisschen getrennt, was jetzt natürlich dazu führt, dass ich überhaupt nicht mehr durchsehe. Es gibt bei YouTube Kommentare, dann Heiko Decker, auch dich habe ich nicht vergessen. Es tut mir echt leid, dass ich wirklich nicht zum Antworten komme. Es ist so viel passiert und es wird weiterhin so viel passieren. Ich mache das noch. Es ist alles irgendwie noch gespeichert und versprochen. Also ich melde mich auf jeden Fall noch bei dir wegen deiner Anfrage und alles wird gut. Aber ich sag ja, das ist dann echt Wahnsinn. Ich habe ziemlich viele Videos hochgeladen, habe dafür vielen Dank, ganz, ganz viele Kommentare bekommen. Und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, fast ja, 410 Abonnenten oder so. Dann, wenn jetzt echt noch jeder was schreiben würde, dann könnte ich hier das Ding zumachen, weil man kommt dann irgendwann nicht mehr hinterher. Dann schreiben die Leute bei YouTube, dann schreiben die Leute bei Facebook, dann schreiben die Leute einmal unter meinem richtigen Facebook-Namen, dann schreiben die Leute bei Facebook unter meinem YouTube-Namen. Dann melde ich mich bei Facebook mit meinem Profil an, wieder unter meinem YouTube-Namen. Dann hast du auf einmal 25 neue Freunde, 80 neue Nachrichten. Also echt so, boah, das hat mich echt so ein bisschen erschlagen. Ich werde das aber auf jeden Fall, also ich habe es bis jetzt noch immer geschafft, irgendwie alles zu beantworten und das wird auch weiterhin passieren, echt versprochen, weil ich kann nicht einerseits euch irgendwie zum Mitmachen auffordern und andererseits dann am besten alles ungelesen löschen, das wäre natürlich Blödsinn. Also seht es mir echt ein bisschen nach, wenn es ein bisschen länger dauert. Dann gab es noch zwei Sachen oder drei Sachen, die haben die Situation nicht besser gemacht, beziehungsweise werden sie nicht besser machen. Oder vier Sachen.
Also, die eine Sache ist, ich war ganz oft auf Dienstreise irgendwie und dann hast du echt nur dein Handy. Ich nehme da kein Laptop oder sonst was mit, weil es mir zu schwer ist. Und dann bist du da mit dem Handy am Rumfummeln. Das ist sehr mühselig. Außerdem hockt man auf irgendwelchen Sitzungen den ganzen Tag lang. Und dann gehst du abends noch essen oder sonst was machen und dann hast du einfach nicht die Zeit und beziehungsweise auch echt keinen Nerv mehr, die Kommentare zu beantworten. Das nächste war mein Handy. Ich musste mein Handy komplett zurücksetzen, weil irgendwas war dann mit den Updates nicht mehr okay. Ich habe das dann einfach mal gemacht hier, so ein Hardware-Reset oder Factory-Reset, war natürlich alles weg. Alles weg. Alles komplett weg. Alle Apps, alles weg. Ich hätte es natürlich irgendwie über ein Samsung-Konto oder über mein Gmail-Konto alles wieder zurückspielen können, aber ich wollte das nicht mehr, weil dann wäre ich wahrscheinlich am Ende wieder genau da angekommen, wo der Zeitpunkt war, dass ich alles löschen musste. Und darum habe ich dann echt App für App installiert und das alles mal wieder so ein bisschen extra gemacht und auch ganz vieles weggelassen. Das hat auf jeden Fall auch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und das ist auch jetzt noch nicht ganz fertig. Dann kriegst du zum Beispiel bei eBay Nachrichten, sonst hast du immer eBay am Handy eingerichtet gehabt. Das habe ich jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht mehr gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, am PC habe ich irgendwie die wenigsten Nachrichten gelesen. Dann guckst du da mal rein, siehst du da oben dann immer dieses kleine Benachrichtigungsfeld, hast du da auf einmal, ich weiß nicht, waren paarunddreißig Nachrichten über vergangene Auktionen schon, wo überhaupt keine Antwort kam. Und habe auch nur gedacht, oh Gott, ey. Ja, sorry, wenn, ich meine, letzten Endes schadet man sich selber, wenn man irgendwie was verkauft und beantwortet die Fragen nicht, aber ich habe es echt total verpeilt. Ja, das nächste Problem ist mein PC, mein Laptop irgendwie. Das ist, ich habe ja echt hier sehr viele Klugscheißer am Start. Also, das Problem ist folgendes: Ich habe Windows 10. Und wenn ich jetzt auf die Einstellung des PCs gehen möchte, indem ich links unten das kleine Windows-Fenster anklicke, wo man ganz normal zu den Einstellungen kommt eigentlich, steht da irgendwie unerwarteter Fehler, Startmenü ist kaputt, du musst dich abmelden und neu anmelden. Das kann man dann irgendwie 800 Mal machen, aber der Fehler bleibt. Das heißt, ich komme überhaupt nicht mehr in die Einstellungen meines PCs. Das ist total doof. Keine Updates mehr möglich, irgendwie kein gar nichts. Wenn der ein oder andere da vielleicht echt einen Hinweis hätte, wie man diesen scheiß Fehler behebt, dann wäre ich ihm sehr dankbar, wenn ihr mir das hier in die Kommentare schreiben könnt. Oh nein, was ist denn da schon wieder leer? 4 Minuten? Da ist die Speicherkarte voll. Oder habe ich schon 4 Minuten aufgenommen? Oh. Das ist ja eine Scheiße. Ja, okay. Ich sehe schon, ich muss das Video schneiden. Ansonsten, das nächste dolle Ding ist, dass ich mich beruflich etwas verändern werde. Ich werde zwar nicht das Haus verlassen, aber ich werde in ein anderes Referat wechseln und das verheißt auch nichts Gutes in der Form, dass da richtig die Post abgeht und dass zukünftig ja, die Arbeit nicht weniger wird irgendwie, aber das wird die Zeit anzeigen. Ja, schauen wir mal. Ja, so sieht das aus, Freunde. Ich glaube, ich mache 2 Videos. Ich laber jetzt noch 3 Minuten, dann muss ich ein bisschen die Speicherkarte löschen und dann ist es auch gut. Ja, was kann ich euch noch sagen? Ich habe was ganz Beklopptes gemacht. Und zwar habe ich mir Messerschärfer gekauft. Einmal diesen hier. Da ist so ein Schleifstein. Und auf der anderen Seite, ach, ist hier so ein Keramikding. Da ziehst du einfach die Klinge durch. Haust sie ein paar Mal hier über den Schleifstein und schon sind alle deine Messer wieder scharf. Das stimmt sogar, weil ich habe hier mein EDC, das Compact, die ganze Zeit nicht mehr benutzt, weil die Klinge einfach mal sau schlecht oder auch sau unscharf war. Und schaut mal jetzt, zack. Zack, ja super. Ach, leck mich, ey, das ging doch noch mit. Ja, jetzt sieht das hier natürlich voll scharf aus.
Vorführeffekt. Vielleicht ist auch das Papier ein bisschen dick. Ah, scheißegal. Die Klinge ist scharf, glaubt's mir einfach. Auf jeden Fall habe ich die super nachgeschärft. Und jetzt geht das alles wieder wie geschmiert. Ich muss jetzt hier... Was gibt's denn hier? Hier gibt's eine Benachrichtigung von DHL. Jetzt schneit bloß. Ah, seht ihr? Hier, zack, zack. Perfekt. So, Klinge ist scharf. Ich freue mich. Nein, also ich habe mir einmal hier dieses Schleifding geholt. Und dann habe ich mir hier noch diesen kleinen Handschleifer geholt. Da braucht er irgendwie die Klinge nur viermal mit festem Druck und sechsmal mit leichtem Druck drüber zu ziehen. Wie hier bei meinem Compact geschehen. Und seht an, schon ist das Ding wieder scharf. Ja, Freunde. Jetzt haben wir noch eine Minute. Ich mache das anders. Ich habe noch so ein Schleifding bestellt. Ich würde da auch gerne noch näher drauf eingehen, obwohl das Video ist jetzt eigentlich schon lang genug für so einen kleinen Überblick. Ich mache ein neues Video. Freut euch auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.